Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, was haben wir in der letzten Episode gemacht? Wir haben das Spiel mit dem Krokodil gespielt, denn wir waren der Krokodok und haben Killer Croc hier in dieses Löchlein versenkt. Und jetzt haben wir endlich diesen grünen Glibber, womit wir endlich das Gegenmittel herstellen können. Und aus diesem Zweck müssen wir jetzt erstmal wieder in unsere provisorische Betthöhle. Also machen wir uns direkt auf den Weg. Ja, wieder unseren Seilrutscher hier. Ja, wieder ein paar Zähnchen. Was ist denn der Wand? Nee. Okay. Altes Abwasserrohr. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Genau, hier hatten wir das erste Mal ja Killer Croc gesehen. Oh, Kollege, was ist mit dir los? 6 Gegner geordnet? 5 bewaffnet? Wo denn? Ah, okay. Wäre ja sonst auch langweilig. Sie ist nicht da unten. Joker sagt, die Fledermaus hat da unten einen Lagerraum oder eine Höhle oder sowas. Niemals. Joker sagt, er bekommt sein Spielzeug irgendwo her. Ich nehme an, das ergibt Sinn. Wenn es hier unten ist, ist es gut versteckt. Also sucht weiter. Spielzeug. Der sein, der ihn verärgert. Ja, guter Punkt. Naja, werfen wir mal unsere Batarangs. Die Fledermaus! Hallo! Na, warte. Die diese Elektroschockstäbe haben. Na, ist hier noch einer? Oh. Au! Verdammt! Du bist tot, Batman! Nein. Eher du. Was fällt ihm ein? Der wirft mich einfach hier. Wow! Wow, wow! Ich glaube, du hast es gespürt. Die Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seismische Ausschläge überall. Okay, ich habe die Proben. Ich gehe jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Ja, da rappelt's ganz schön im Karton. Ich habe so die leise Ahnung, wobei, was heißt, ich habe die leise Ahnung? Ich weiß es ja, was passiert. dass da Poison Ivy uns gleich nochmal Probleme macht. Verlierer? Dann krabbeln wir mal. Okay, hier sind wir jetzt wieder. Ja, jetzt weiß ich wieder genau. Grob zumindest, wo es lang geht. Denn hier ist ja der Hintereingang zur Betthöhle. Scannen und öffnen. Ich wünschte, ich hätte auch so eine Haustür. Scannen und öffnen. Das käme wirklich cool. Ist wahrscheinlich nur hinderlich, wenn man besoffen nachts nach Hause kommt. Weil man dann nicht mehr gerade stehen kann. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein.
Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Gut. Ultra Batclaw. Upgrade der Batclaw kann 3 Haken auf einmal abfeuern. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben es, aus der Entfernung strukturelle Schwächen in der Bausubstanz einzureißen. Ja, ist ein schönes Spielzeug. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Jack und die Bohnenranke. Wenn ich mir dieses Gemüse hier angucke. Da sagt noch mal einer, Vegetarier wären die besseren Menschen. Wer sowas isst, der kann doch nicht normal sein. Ich scanne mal hier. Irgendwo war ja genau strukturelle Schwäche. Und da kann ich jetzt meine neue Mega... die Ultra-Bettclaw benutzen. Ja. Warum Explosivgel benutzen, wenn das auch nur mit dem Bizeps geht? Oh Gott! Ja, das war mal wieder ein ganz peinlicher Moment. Aber ich teile ja gerne meine privaten Momente mit euch. Ich muss recht sagen, in Arkham City haben sie das ganze Gleitsystem verbessert. Hier ist das noch so ein bisschen unausgereift. Aber hier muss man ja auch nicht so lange Strecken übergleiten. Das ist in Arkham City eher der Fall. Ja, natürlich, ich sage gerade noch, hier muss man keine langen Strecken übergleiten und direkt kommt eine Gleitpassage. Ja, gut. Ja, wollen wir mal, ne? Oh, oh, oh. Nee, das war ja Tarzan. Ich habe gar keine Liane. Das war schlecht. Ich entschuldige mich dafür. Ups. So, du hast es endlich rausgefunden. Was hast du bloß in der ganzen Zeit gemacht? Oh, ich habe gegen so ein paar Bohnenranken gekämpft, du. Aber spaßig. Das mit meinem Seil hier? Ich hoffe doch. Ja, das sieht gut aus. Hallo. Und das sieht wieder für einen Job für den Seilwerfer aus. You should never go ziplining. jetzt bin ich ja wieder hier. Aber gut, anscheinend ist das vom Spiel so gewollt. In die Höhle will ich jetzt wahrscheinlich nicht zurück. Also ist das schon richtig, wo ich hier bin. Oder nicht, dass ich jetzt falsch laufe? Doch, weil hier war die Höhle und... Ja. Machen wir einfach mal. Streunen wir hier mal ein bisschen durch die Gegend. Oh nein! Ah! Scheiß Hülse! Ja.
Batman, ich führe eine Simulation über die Zerstörung durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Mach mal. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel wird sie und Ivy auch. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Ah, lass mich doch in Ruhe hier. Scheiß rot leuchtenden Dingsies. Scheiß rot leuchtenden Dingsies. Das ist auch eine sehr präzise Beschreibung von mir. Gehe ich jetzt hier lang? Oder da lang? Oder? Das ist die Frage. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Denn hier ist wieder so ein Ding, was gleich leuchtrote Dingsies nach mir schießt. Um es präzise auszudrücken. Oh. Keine leuchtrotenden Dingsies. Leuchtrotenden? Habe ich gerade leuchtrotenden gesagt? Rot leuchtenden. Gott. Es ist spät. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Leider ist es nicht so einfach. Ja, so ein Two-Face oder Riddler oder so ein riesiger Joker-Roboter wäre auch toller gewesen. Zumindest ist das Batmans Meinung. Ich sehe das nicht ganz so sehr. Hüpf, hüpf, hüpf. Ah, endlich kriege ich hier die Riddler-Trophäe. Oh, Upgrade. Oh, was suchen wir uns da mal aus? Kryptografischer Resonanzverstärker. Ja, das finde ich gut. Dann fällt es uns nämlich etwas leichter, die ganzen Schlösser hier zu knacken. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Ja, schalten wir mal ein paar Sachen frei, die wir sowieso uns nie angucken werden, wahrscheinlich. Aber was man hat, das hat man, ne? Au! Unfair, ich hatte keine Chance auszuweichen. Okay. Wieso kann ich mich jetzt nicht an die eine Seite da, aber muss ich jetzt nicht verstehen. Oh, hier ist noch so ein Pflänzchen. Genau. Und da kommen wir jetzt sowieso nicht mehr lang, also nicht sowieso richtig. Ha! Habe ich das instinktiv wieder richtig gemacht? Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Nee, das war jetzt irgendwie suboptimal. Ich aktiviere den westlichen Pumpenraum. Ja, nichts leichter als das, ne? Ah ja, ist direkt über mir, aha. Tja, wie komme ich denn da hin? Vielleicht mit meinem Ziplining-Tool? Ja. Nein! Ah! Oh Gott! Also manchmal möchte ich mich selber schlagen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was bei mir noch hilft.
jetzt aber. Setzen wir jetzt wieder unsere Ultra-Bitclaw ein. Na Jungs, was ist los? Los, an den Kopf. Schlägst wie ein alter Mann! Aha. Kollege, was bist du denn für alte Männer? Sag ihn noch mal! Da musst du mich schon kappen! Also wenn er findet, dass ich schlage wie ein alter Mann... Hallo? Kannst du mich hören? Hi. Unglaublich! Ich nehme an, das bist du da drin, Bertz. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Riddlerkarte. Wenn er denkt, dass ich kämpfe wie ein alter Mann, dann frage ich mich, mit was ihr Männern er denn kämpft, in der Regel. Ich weiß nicht, vielleicht mit Popeye. Oder wer gibt es denn noch, der alt ist und stark? Guten Roshi! Guck mal. Patient im Gespräch, Wayland Jones. Nur langsame Besserung. Was ist denn mit dem Hauptgeschäft? Nur Geschäftliches. Geschäftliches? Was für Geschäftspraktiken führen zu einem Haus voller verstümmelter Leichen? Ich lasse nicht gern meine Zeit verplempern. Die Mann zahlt nicht, also verdiene ich eine Lektion. Sie schulden mir etwas. Also haben Sie sie getötet, Ihren Körper zerfleischt. Die Polizei hat nie alle Überreste gefunden. Sie hätten in den Abwasserkanälen nachsehen müssen. Heißt das, Sie haben sie da versteckt? Nach einer Weile. Gewöhnlich dauert es 8 Stunden. Zeit zu gehen, Frank. Steh auf! Oh, jeder hat so seine Hobbys, ne? Ich mache nichts anderes. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wovon sprichst du? Ich bin der beste Schütze in Gotham. Jeder weiß das. Ja, klar. Anscheinend habe ich die E-Mail nicht bekommen. Er ist hier! Oh, schalten wir direkt erstmal den mit der Knarre aus. Wo hast du das Thema direkt erledigt? Euch da unten und lässt euch wie Idioten aussehen. Da hast du recht, Joker Boy. Diese verschlossenen Türen gefallen mir gar nicht. Ich weiß nicht mehr, was es mit denen auf sich hatte. Oh, Joker-Zähne. Gehe ich denn richtig? Oh, anscheinend schon, weil... Ist beides in Wirklichkeit. Kontrollraum. So, und hier haben wir jetzt wieder. Komm, Bats, zeig dir einen deine Bathöhle. Schönen Schleichraum. Aber ich denke, diesen heben wir uns für das nächste Mal auf. Denn es soll ja spannend bleiben.
Deswegen schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ich dann die Leute in diesem Raum auseinandernehme. Und bis dahin sage ich, Haunse Baunse!